Vorbereitung für den Marsch. Die Soldaten sind von ihren Fahrzeugen abgesessen und nehmen ihre Ausrüstung auf. Sie werden an diesem Tag eine Patrouille zu Fuß durch den Distrikt Shahadareh in Kunduz durchführen. Die Soldaten gehören zum Alpha-Zug einer der deutschen Kampfkompanien im Feldlager von Kunduz. Der Marschweg beträgt ca. 6 Kilometer. Für diese Strecke rechnet der Zugführer mit mehreren Stunden Marschzeit. Zweck der Patrouille ist das Führen von Gesprächen mit der Bevölkerung. Mehrere Ortschaften werden die Soldaten dabei durchqueren. Der Alpha-Zug hat die Ortschaft Ahmad Zai erreicht. Die Deutschen werden an diesem Tag von einem belgischen Team begleitet, das für die Gesprächsführung zuständig ist. Die Lage in der Ortschaft sei ruhig. Aufgrund des Gesprächsverhaltens der Bewohner gehen die Soldaten nicht davon aus, dass die Ortschaft im Einflussbereich von Aufständischen liegt. Der Marsch wird weiter fortgesetzt und geht in Richtung Durman. Der Weg führt weiter durch die engen Gassen Durmans. Vielen Menschen sind die Soldaten hier bisher nicht begegnet. Erst an einer Kreuzung im Ortskern trifft die Patrouille auf eine Ansammlung von Bewohnern. Sie berichten von Bewegungen von Aufständischen in der Gegend. Konkrete Hinweise haben sie aber nicht. Nach dem Gespräch setzen die Soldaten die Patrouille fort. Es heißt, die Hauptstraße solle auch im weiteren Verlauf sicher sein. Ein bisschen arbeiten. Ein Beobachtungshalt am Ortsausgang. Der Zugführer sucht das Gelände ab. Er hat eine Funkmeldung bekommen. Bewaffnete Personen sollen gesichtet worden sein. Er überprüft die Koordinaten auf seiner Karte. Feindmeldungen gehören in Shahadareh zum alltäglichen Geschäft der Soldaten. Kampferfahrung haben sie während der letzten 4 Monate gesammelt. Mehrere Tage pro Woche operieren die Soldaten in der Region. In den Gefechten wurden sie immer aus dem Hinterhalt angegriffen. Seit fast 3 Stunden sind die Soldaten nun auf dem Weg. Eine Ortschaft steht ihnen noch bevor. Das ist Karuti. Die Menschen haben sich auf der Straße versammelt. Sie sind neugierig. Für die Kinder sind die Soldaten eine Attraktion. Auch das gehört zum Einsatz in Afghanistan. Gesprächspartner der Patrouille ist der Älteste des Dorfes. Er wird in Afghanistan als Malik bezeichnet und ist der Vorsteher der Dorfgemeinschaft. Ein Anvertrauter drückt seine Wertschätzung für die Soldaten aus. Nach dem Gespräch steht der Rückmarsch an. Patrouillen dienen der Gewinnung von Informationen oder zur Überwachung von Geländeabschnitten. Die Patrouille des Alpha-Zuges ist nach fast 5 Stunden abgeschlossen. Feindkontakt gab es an diesem Tag nicht, doch schon bald werden die Soldaten erneut in Shahadareh unterwegs sein.